Sie, liebe Bundesregierung, Sie lassen die ländlichen Räume seit Jahrzehnten links liegen. Die ländlichen Räume sind ausgeblutet. Der Patient ist eigentlich tot. Medikamente bringen nichts. Es braucht einen Defibrillator. Aber bei Union und SPD heißt es einfach weiter so. Das zeigt schon ein Blick in den Koalitionsvertrag und auch in die ersten Monate dieser gar nicht mehr so großen Koalition. 16 Milliarden Euro wollen Sie in dieser Legislaturperiode zusätzlich ausgeben und zur Verfügung stellen für Infrastruktur, für Wohnungsbau, für Strukturpolitik. Milliarden, die Sie dann wieder im Gießkannenprinzip auf Programme, Maßnahmen und Initiativen verteilen. Oft sicherlich gut gemeint und immer gut klingend, aber im Ergebnis allzu oft wirkungslos. Und ich will eine zweite Bemerkung machen, die mir wichtig ist. Also eine Kommission, der Horst Seehofer vorsteht, das ist eine Kommission, die man leider nicht mehr ernst nehmen kann. Ihre Rede war ja Dynamik pur. Aber vor allen Dingen sind Sie nach der Causa Maaßen, nach dieser Kette von Peinlichkeiten, ein Minister auf Abruf. Und es braucht auch für diese Kommission einen neuen Innenminister, meine Damen und Herren. Wenn in den 13 Jahren Angela Merkel die Zahl der Kinder in Armut sich verdoppelt hat und gleichzeitig die Zahl der Vermögensmillionäre verdoppelt hat, dann ist es nicht Vielfalt, Herr Seehofer, dann ist es ein Offenbarungseid einer verfehlten Politik, meine Damen und Herren. Abstiegsängste und Abstiegspanik, das ist die logische Konsequenz dieser Politik und die bereitet eben den Boden für Hass und Hetze. Das können wir alle gemeinsam nicht wollen. Aber ich wundere mich auch nicht bei der Koalition der Wahlverlierer, die hier zusammengefunden hat. Sie haben. Ja, ist ja aber die Wahrheit. Ich finde es ja traurig, wenn ihr verliert, aber die Wahrheit ist es doch. Tut doch was, dass es verändert wird. Ich würde mich doch freuen, wenn ihr wieder stärker wärt. Es ist doch jetzt schon ein Skandal, wenn 24% der Bevölkerung keinen Zugang zu schnellem Internet haben. Ganze Regionen sind abgeschnitten von schnellen Glasfaserleitungen. Das ist doch, der Ist-Zustand ist so, dass Deutschland Entwicklungsland bei der Digitalisierung ist. Wir sind schlechter als Peru, wir sind schlechter als die Länder des Baltikums, wir sind sogar schlechter als Albanien. Das ist doch für die Wirtschaftsnation einfach peinlich. Da müssen Sie doch was tun. Das verändert die Lebensverhältnisse. Ganz kurze Bemerkung noch zum Osten machen. Natürlich gibt es da ein besonderes Problem bei aller Heterogenität, die wir dort inzwischen auch haben. Aber es bleibt Fakt, wir haben dort geringere Löhne, wir haben Deindustrialisierung, wir haben weiterhin Abwanderung und kaum Perspektive. Das ist ja ein ganz kreativer Hinweis. Junger Mann, ich erkläre Ihnen das gelegentlich. Aber wissen Sie, wer regiert denn hier? Wer regiert denn in diesem Land seit 30 Jahren? Sie haben die Verantwortung dafür. Sie hätten lange was tun müssen. Mensch, diese alten Kamellen. Voriges Jahrhundert. Und da sage ich Ihnen, Herr Seehofer, Sie haben jetzt von Regionen mit besonderem Handlungsbedarf gesprochen. Es war nicht so leicht, es rauszukristallisieren, weil Sie diesen besonderen Handlungsbedarf derartig ambitions- und ideenlos hier vorgetragen haben, dass man sich schon Sorgen machen muss, dass man eine Region mit besonderem Handlungsbedarf werden wird, wenn man sieht, dass Sie Minister auf Abruf sind und keine Idee und keine Ambition haben, wirklich was zu ändern. Die wirtschaftliche Annäherung stagniert. Die Lohnunterschiede betragen noch immer ungefähr 15%. Es gibt kein DAX-Unternehmen im Osten. Die Bundesbehörden und Forschungseinrichtungen sind viel zu wenige. Herr Seehofer, ich würde mir sehr wünschen, dass Sie mal ein klares Bekenntnis ablegen, wie Sie das in Bayern gemacht haben mit den strukturschwachen Regionen und nicht so Larifari jetzt vorgehen. Und Menschen aus dem Osten sind unterrepräsentiert in der Politik, in der Verwaltung und in der Wirtschaft. Und Frau Giffey, ich habe Ihnen genau zugehört und sage, nein, die Lausitz und das Ruhrgebiet sind eben auch nicht dasselbe. Und ich finde, wir sollten es auch nicht so behandeln, als wäre es dasselbe. Natürlich ist der gesellschaftliche Zusammenhalt mehr als die Summe aus Freibädern, Sportplätzen, Landstraßen und schnellem Internet. Und dass Ihre Großmutter schnelles Internet hat und nicht online ist, mag ja sein. Es war ein Zwischenruf, den wir eben hier gehört haben. Aber wer nicht mitbekommt, dass wir in diesem Land, in vielen ländlichen Regionen, übrigens in Ost wie West, keinen Zugang zu schnellem Internet haben, da frage ich mich tatsächlich, wo der eigentlich Politik macht und wo derjenige unterwegs ist. Und da möchte ich schon, Herr Bartsch, sagen, ich werde nicht im Einzelnen auf Ihre Rede eingehen, aber ich möchte schon sagen, wenn ich mir diese Zerrbilder anschaue, die Sie präsentiert haben, auch mit Blick auf Bayern, da muss ich Ihnen sagen,
Wenn Sie sich anschauen, was Horst Seehofer und die CSU in Bayern für die ländlichen Räume getan haben in puncto Universitäten und Hochschulen, in puncto Städtebauförderung, in puncto Infrastrukturförderung, in puncto Finanzausgleich für die ländlichen Räume, da kann ich Ihnen nur sagen, wenn Herr Ramelow in Thüringen die Hälfte hinbekommen hätte, hätten Sie in jedem einzelnen Landkreis einen Jubelparteitag veranstaltet. Das kann ich auch Ihnen sagen, Herr Seehofer. Es ist wunderbar, wenn Sie jetzt auch das Thema Altschuldenfonds entdeckt haben. Ich frage mich, warum haben Sie eigentlich als bayerischer Ministerpräsident noch vor kurzem in der Bund-Länder-Finanzkommission, bevor wir die 9,7 Milliarden Euro hier beschließen durften, verhindert, dass das Thema Altschuldenfonds endlich diskutiert wird, auch für die Kommunen. Sie waren einer der Vertreter, die das verhindert haben. Ich kann Ihnen noch ein paar Ministerpräsidenten nennen, die dagegen waren, das zu tun. Am Ende waren die Bremer, waren die Schleswig-Holsteiner, die Saarländer und die Nordrhein-Westfalen ganz alleine mit dieser Förderung. Und heute sagen Sie, das Thema ist ganz notwendig. Ich würde mich freuen, wenn dann da endlich was passiert. Vielleicht ist da Einsicht eingetreten. Das wäre ja sehr gut in der Sache, denn wir brauchen die Entschuldung der Kommunen und auch einen Anknüpfungspunkt von Bundesebene aus. Blick aufs Land ist häufig sehr eindimensional, geprägt von Bilderbuchgeschichten oder aber Zerrbildern. Und eines steht fest, beides geht an der Realität vorbei. Und das nervt die Menschen auf dem Land wie mich. Sie fühlen sich missachtet von Planern, von Medien, von Politik. Und für sie ist die Kommission, die eingesetzt worden ist, ein Signal, nämlich das Signal, dass die ländlichen Regionen einen Logenplatz zukünftig in Berlin haben werden. In der Regierung, lieber Herr Kollege Bartsch, aber eben auch darüber hinaus. Denn in dieser Kommission werden vertreten sein Länder und Kommunen. Wenn Sie sich ein wenig besser informiert hätten, hätten Sie es gewusst. Vielleicht machen Sie das nächste Mal lieber Ihre Hausaufgaben, statt Versatzstücke zu zitieren. Wir seit Jahren werden in Deutschland ganze Regionen abgehängt und der ländliche Raum wird immer schwerer zu erreichen. Nehmen wir das schöne Beispiel von dem Vorsitzenden des Verkehrsausschusses, Herrn Özdemir, der leider nicht da ist, dass er im Rahmen einer Hetzrede gegen die AfD hier im Frühjahr im Bundestag erwähnt hat. Aber sicherlich war das einer. Herr Özdemir behauptete damals großspurig, er würde, wenn er aus Berlin am Flughafen Stuttgart ankäme, mit der S-Bahn nach Hause fahren, nach Bad Urach. Bad Urach ist ein idyllisches Städtchen am Fuß der Schwäbischen Alb. Dumm nur, es gibt gar keine S-Bahn nach Bad Urach. Ja. Aber dafür gibt es einen Bahnhof. Verlangen Sie mal von einem Familienvater aus dem genannten Beispiel, dass er mit öffentlichen Verkehrsmitteln jeden Morgen in die Stadt pendeln soll. Seine Familie sieht er nur noch in einer WhatsApp-Gruppe. Ja. Ihre Verkehrswende ist de facto ein Angriff auf die ganze Familie. Für Pendler ist das Auto immer noch die schnellste und vernünftigste Variante. Wer was anderes behauptet, hat entweder keine Ahnung oder sagt einfach die Unwahrheit. Hier hat gerade ein Abgeordneter der FDP sich zu unterschiedlichen Ergebnissen in der Bildung geäußert. Ich will ihn gerne ein bisschen an die Wirklichkeit heranführen. Ja, gerade in Großstädten erleben wir, dass sich die soziale Ausgangslage bei vielen Kindern deutlich verschärft hat. Wir haben Kindergartengruppen und Schulklassen, in denen der Anteil von Kindern mit nicht deutscher Muttersprache bei weit über 50% liegt. Das bedeutet hier eine ungleich größere Kraftanstrengung, die nötig ist, mehr sozialpädagogischer Förderbedarf, mehr Sprachförderung und vieles andere auch. Das, meine Damen und Herren, ist eine nationale Daueraufgabe von Bund, Ländern und Kommunen. Darum ist es gut, dass wir das Gute-Kita-Gesetz haben. Und dafür brauchen wir auch den Ganztagsschulausbau mit der Förderung durch den Bund. Und ich bin schon irritiert, wenn ich von Herrn Komnik von der AfD höre, dass die AfD die ländlichen Räume stärken wollte. Ihre Fraktionskollegin, Frau Dr. Malsack-Winkelmann, hat in der Debatte im Haushalt hier die Abschaffung des Bundesprogramms ländliche Entwicklung gefordert, weil sie sagte, das ist Verschwendung. Das ist Politik gegen die ländlichen Räume, die Ihre Fraktionskollegin hier fordert. Erst 10 Jahre später wurde das Cum-Ex-Schlupfloch gestopft. Zuvor ließ man die Bankenlobby an Gesetzen rumschrauben, man machte die Brandstifter zur Feuerwehr.
Die Finanzminister hießen seit 2002 Hans Eichel und Peer Steinbrück, SPD, sowie Wolfgang Schäuble, CDU. Aber Butter bei die Fische. Wieso musste Hamburg unter dem jetzigen Finanzminister Olaf Scholz und dem damaligen Bürgermeister der Stadt Hamburg erst durch Wolfgang Schäuble per Anweisung gezwungen werden, eine Cum-Ex-Steuerforderung über 55 Millionen Euro gegen die Warburg Bank einzutreiben, weil sie sonst verjährt wäre? Mittlerweile geht es um 330 Millionen Euro. Ehrbarer Kaufmann geht anders. Meine deutsche Großmutter ist CDU-Wählerin. In jeder Familie gibt es ja ein schwarzes Schaf. Sie ist eine liebenswerte Frau, aber bei Gaunereien platzt ihr immer der Kragen. Herr Merz, Bewerber um den CDU-Vorsitz, ist seit 2016 Aufsichtsratschef von BlackRock Deutschland. Bei BlackRock wurde jetzt wegen Cum-Ex-Deals vor seiner Zeit eine Razzia durchgeführt. Es wird auch nicht gegen Herrn Merz ermittelt. Bisher behauptete BlackRock jedoch nichts mit Cum-Ex am Hut zu haben. Ein Aufsichtsrat ist aber verpflichtet, den Vorstand zu überwachen. Entweder Herr Merz hat von Cum-Ex bei BlackRock bis gestern nichts gewusst oder er hätte bereits vor der Razzia tätig werden müssen. Ich finde, Herr Merz sollte das auch meiner CDU-Oma erklären und sich von der Verschwiegenheit entbinden lassen. Schuld ist in erster Linie immer der Betrüger. Aber eine Mitschuld trägt auch derjenige, der Betrug erst zulässt bzw. diesen nicht verhindert hat. Und das ist in diesem Fall leider unsere Bundesregierung. Insbesondere das Bundesfinanzministerium, damals noch geführt von Herrn Dr. Schäuble. Nur am Rande sei erwähnt, wir haben es eben schon gehört, dass mutmaßlich bei BlackRock eine Durchsuchung stattgefunden hat. Der Aufsichtsratsvorsitzende Friedrich Merz ist ja auch schon benannt worden. Ich gehe da nicht weiter drauf ein. Der Abschlussbericht zeigt aber auch eindrucksvoll ein Systemversagen im Bundesfinanzministerium. Eine effiziente Zusammenarbeit zwischen der Steuerabteilung und der Finanzmarktabteilung hat nicht stattgefunden. Auch ein früheres Einschalten der BaFin als Aufsichtsbehörde hätte hier möglicherweise Schlimmeres verhindern können. Es folgte dann blinder Aktionismus. Das 2007 in Kraft getretene Gesetz, welches den Zweck hatte, Cum-Ex zu unterbinden, führte im Ergebnis zu einem noch schwungvolleren Handel. Hier hat der Finanzminister zu unkritisch auf seine Lobbyberater gehört. Und das ist heute auch dargestellt worden von Christine Lambrecht, ist seit 2012 der Cum-Ex-Fall in Deutschland ausgemerzt. Und wenn jetzt jemand sagt, Cum-Ex-Fälle seien immer noch möglich, dann finde ich, Ross und Reiter nennen, gehen wir der Sache sofort nach. Wer kein Ross und Reiter nennt, was wollen wir mit dem anfangen? Dann bleibt es im Verdacht, dem wir aber noch nicht mal nachgehen können. 2002 gab es den Brief vom Bankenverband, das stimmt, aber natürlich war der sehr vage, nebulös formuliert und keiner, der den Brief mal gesehen hat, der wird daraus sofort ableiten, etwas wie Cum-Ex. Übrigens, wenn wir schon alle Finanzminister der SPD und der CDU nennen, da wir hier schon mal gestanden haben, war mir damals eingefallen, zu der Zeit, als dieser Brief einging, wer war da eigentlich Vorsitzender vom Finanzausschuss? Die Grünen wissen das, Christine Scheel. Also wir haben aus allen Parteien Leute dabei, die etwas hätten wissen können und sich kümmern müssen. Seit 2009 gibt es ein BMF-Schreiben, das ziemlich viel aufregt. Und Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss noch mal auf die Situation zurückkommen, dass wir unter der Leitung von Wolfgang Kubicki hier sprechen. Das ist für mich nicht eine Sache, die man weglächeln kann. Es ist nicht ehrenrührig für einen Anwalt, auch Menschen zu vertreten, wo die meisten Menschen im Lande sagen würden, das sind Kriminelle und die vielleicht auch nachher verurteilt werden, weil jeder hat Anspruch auf ein rechtsstaatliches Verfahren und deswegen auf anwaltliche Vertretung. Und deswegen kann es für einen Anwalt nicht ehrenrührig sein, auch Kriminelle zu vertreten oder vertreten zu haben. Aber wir haben es hier mit einem Fall zu tun, wo die Opfer dessen, über was wir reden, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sind, denen Geld geklaut worden ist. Und Sie, Herr Kubicki, sind der anwaltliche Vertreter, nach allen Informationen, die uns öffentlich zur Verfügung stehen, von einer der Personen, die zu den wichtigsten Angeklagten in dieser Frage gehört. Und man kann nicht beide Seiten in einem Fall vertreten, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger einerseits und möglicherweise eines Hauptangeklagten. Und das ist nicht etwas, was man weglächeln kann, sondern es ist ein massiver Interessenkonflikt, der hier da ist.
Und eben auch diese pauschalen Vorwürfe, die Sie machen. Wir könnten gegen Sie ja auch pauschale Vorwürfe machen und sagen, wir wissen gar nicht, wo eigentlich das SED-Vermögen ist. Wir tun es aber nicht. Also insofern sollte man doch sich immer auf die Fakten beziehen und man sollte immer auch in den Fakten diskutieren. Ihr Rechtsstaatverständnis von allen Kollegen, De Masi, Herrn Keuter, Dr. Schick, ist schon wirklich was Besonderes. Sie verurteilen und sagen, ja, wir sollen da keine Berater gesamt verurteilen. Sie gehen an den Rechtsanwalt Kubicki und verurteilen ihn schon mal pauschal. Doch, es ist so. Sie gehen zu Friedrich Merz und sagen, ja, der Friedrich Merz hätte sowas gemacht und suggerieren das. Friedrich Merz war zu diesem Zeitpunkt, hören Sie zu, Friedrich Merz war zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht Aufsichtsratsvorsitzender, war nicht Aufsichtsratsvorsitzender und klärt jetzt auch alles auf. Also diese Art und Weise, Dreck zu werfen, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Art und Weise, Dreck zu schmeißen, passen Sie auf, dass an Ihren Fingern nicht dieser Dreck kleben bleibt, weil wer mit Dreck schmeißt, hat auch am Schluss schmutzige Hände, liebe Kolleginnen und Kollegen. Verehrter Kollege Binding, ist schon ziemlich naiv, hier sich so hinzustellen, man habe davon nichts gewusst und eigentlich seien ja diejenigen, die diese Taten tun, ja, die Betrüger, die schlimmen. Wenn Sie die Druckplatten, den Geldfälschern hinlegen, ganz öffentlich, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Geldfälscher Geld fälschen, meine Damen und Herren. Ich werde in meiner Rede aufteilen, dass Sie als gesamtes Parteienspektrum dafür eine große Mitverantwortung tragen. Und ein Einschub am Rande, meine verehrten Kollegen von der SPD oder Pöbelralle oder Kaspar Kahrs. Wie können Sie eigentlich noch in den Spiegel gucken, weil Sie das alles mitzuverantworten haben? Von 2000 bis 2005 waren SPD-Finanzminister, Namen Eichel und Steinbrück im Finanzministerium. Und man muss eigentlich sagen, man muss schon angestrengt wegschauen, insbesondere wenn man unterstellt, dass Herr Steinbrück Vorstand einer großen Bank war. Das dann nicht zu wissen, erinnert an Herrn Winterkorn, meine Damen und Herren. Wenn man das so hört hier, was manche sagen, dann kann man heraushören, da wird fast so ein heimliches Interesse an Nichtverfolgung dieser Taten vorgegeben. Ich meine, das ist völlig absurd. Als ob irgendjemand in der Bundesregierung oder beim BMF oder in der Verwaltung Interesse daran hätte, solche Missetaten abzudecken. Das gibt es nicht, das ist absurd, das ist unseriös. Und mit diesen Behauptungen, mit diesen Unterstellungen, da diskreditieren Sie letztendlich die Politik insgesamt und Sie schaden sich damit auch selbst, denn Sie sind Teil dieser Politik. Kollege von der AfD, als er nach deren Börsengang zu einer Investmentbank nahe Frankfurt am Main wechselte, hatte Stefan Keuter es geschafft. Auf seinem Depotauszug fanden sich Aktien im Wert von 10 Millionen D-Mark. Wenn er für Geschäftsideen Investoren zusammentrommelte, hatte er am gleichen Abend die notwendigen Millionen Zusagen beisammen. Er wird zitiert mit den Worten, es war eine Spielwelt und es war eine Sucht. Lieber Kollege der AfD, ich würde mich freuen, wenn Sie uns an Ihrem Wissen teilhaben lassen, wo Sie auch als Kontrolleur der Investmentbanker tätig waren, um diese Cum-Cum-Geschäfte zu schließen. Weil von Ihnen selbst habe ich in diesem Bereich keine Antworten erfahren. Und da müssen wir uns wirklich die Frage stellen, ob wir in dem Zusammenhang von Ihnen auch die Wahrheit erfahren. Lassen Sie da endlich die Hose runter.